Hallo, ich hoffe, du hast eine gute Minute Zeit für mich. Mein Name ist Anne und ich möchte dir heute von meinem Lieblingspsalm, dem Psalm 16, erzählen. Und ich fordere dich einfach mal heraus, dir deine Bibel zu schnappen oder die Bibel-App zu öffnen und den Psalm ganz durchzulesen. Ich werde dir nämlich nur von drei wertvollen Punkten erzählen, die mir darin wichtig geworden sind. Und zwar setzt König David Gott als sein Glück und sagt: Gott, es gibt kein Glück außer dir für mich. Und als zweiten Punkt sagt David: Ich habe den Herrn immer vor Augen. Ich habe ihn immer vorausgesetzt und er ist immer mein Ziel, er ist immer mein Fokus. Und deswegen werde ich nicht nach rechts oder nach links wanken, weil ich in allen Situationen und jeden Herausforderungen des Lebens Gott ganz klar vor Augen gesetzt habe und wirklich weiß, er ist mein Blickpunkt, er ist mein Ziel und er ist derjenige, ja, weswegen ich nicht wanken werde. Und als letzten Punkt, den finde ich so großartig, sagt Gott seine Verheißung darin, dass er uns den Weg des Lebens kundtun wird. Und er wird sich so dazustellen, dass wir ja die Fülle, die Jesus Christus uns als Weg, der es verheißen hat, die werden wir erleben werden. Und ich glaube, dass das eine große Hoffnung ist, mit der wir heute unterwegs sein dürfen und heute leben dürfen. Und damit möchte ich dich ermutigen. Bis bald.